So, was haben wir auf der To-Do-List? Die Karten rum. Und dann haben wir die Aufgaben hier. Ich werde mich in die Aufgaben meines in der Aufnahme dran setzen und die Nebenquests. In den Raum der Wünsche wollen wir mal rein. Ja, beinahe. Uff. Nachtgewand für Träumer. Ah ja. Ich glaube, unser letzter Weg heute in diesem Stream führt uns in den Raum der Wünsche. Haben wir ja schon fast alles gesehen. An Gegnern. Nachdem sich Catherine McGaffrey mit ihrem Bruder Pearl, der einen Ladenbesitzer im Dorf zerstritten hatte, wandte sie sich vor Jahren in einem Leben voller kleiner Diebstähle und Intrigen zu. Erst vor kurzem gab sie kleine Betrügereien auf, um sich mit den Arschschwindlerinnen ein großes Vermögen zu machen. Aha. Maske des rächenden Wolfs. Geralt hat angerufen, wir sind Maske zurück. Wir haben jetzt gesehen, wie die Kurzjagd funktioniert. Dann müssen wir jetzt nicht unbedingt das nochmal ausprobieren. Vielleicht werde ich es ein, zwei Mal ausprobieren, wie es im Kampf funktioniert. Eher einmal, zweimal. Aber so wirklich aktiv nutzen wozu denn? Zaudert nicht, ihr Lieben! Für die Zwecke, für die ich es brauche, macht es absolut keinen Sinn. Wo bin ich denn hier gelandet? Jetzt haben wir gesehen, wo der Ravenclaw-Turm ist. Das haben wir schon vor einigen Parts gesehen. Und zwar hier. Slytherin-Turm, Hufflepuff wissen wir sowieso. Jetzt wüsste ich nur noch gerne, wo der Gryffindor-Turm ist. Hier ist noch ein Rätsel. Eigentlich von den Filmen her
müsste das jetzt hier der Gryffindor-Turm sein. Das kann ja nicht die Tür sein. Können wir trotzdem mal lösen. Inventar. Das ist, glaube ich, die 2, die dort ist. Naja, 23 minus 15 minus 2 ist das Ergebnis. Das ist 6. Und die 6. Das sind Salamander. Oder eine Echse. So, Medusa plus dreiköpfiger Basilisk. Das ist 9 und 3. Also 19 plus 9 plus 3. Müsste sie ihn machen. 7 ist das Rätselein ja mal hin und her. 7 ist so ein Knäuel. Okay, was auch immer. Dieses Knäuel. Ein Schal. Ein magisches Gemälde. Wie zum Teufel soll ich da rankommen? Porträt der fetten Dame habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Ich meine, rein dürfen wir sowieso nicht. Wieder mal auf Abenteuertour? Ich fände es ganz prickelnd, das mal zu wissen, wo das ist. Oh. Chateau des Feuerkelchs. Der Feuerkelch ruht in dieser uralten, mit Juwelen verzierten Tor. Er fungierte seit der Gründung des Trimagischen Turniers
im späten 13. Jahrhundert als Mittel zur Auswahl des Champions fürs Turnier. Aha. Da steht ja der Pokal. Rüstung. Revelio. Zentaurenrüstung. Diese einzigartige Rüstung wurde als fehlgeleitete Friedensangebot für einen Zentauren-Anführer angefertigt. Das Geschenk wurde verschmäht und der Bote erhielt zum Dank ein Pfeil ins Bein. Die Rüstung selbst, die mit Hufspuren übersät war, wurde zu einem späteren Zeitpunkt geborgen und erneuert. Aha. Revelio. Ist doch was an ihr hier, die Trollrüstung. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Trollrüstung. Diese ungewöhnliche Rüstung wurde für einen Troll gefertigt. Was sie erhalten geblieben ist, grenzt an ein Wunder. Denn Trolle tragen normalerweise keine Rüstung und würden sie verständlicherweise in ihrer Verwirrung oder Wut zertrümmern. Naja, da habe ich aber anderes gesehen. Noch Smith, der Trolle angegriffen hat, hat zumindest eine minimale Rüstung getragen. So, ich glaube, ich mache mal schnell Reise. Hallo, willkommen, Muggles and Only. Guten Abend. Aber ich muss dir sagen, ich mache heute nicht mehr lange. Ein bisschen noch. Aber wirklich nicht mehr lange. Hier. Wer bist du schon? Ach, kein Ding. Hier kannst du es sehen. Wir bereiten uns auf die zweite Prüfung vor. Wir haben hier gerade die Hauptquest. Beginnt dich zur Kartenkammer. Wir sind kurz vor der zweiten Prüfung von den Hütern. Aber das schiebe ich noch auf bis zum nächsten Stream. Das machen wir dann. Ich weiß nicht, ob ich morgen Zeit und Bock drauf habe noch. Bots Legacy zu streamen. Ansonsten am Montag. Jetzt sprechen wir erstmal mit Deeks. Deeks. Heißt der so? Deek ohne S. Hier die Aufgaben, die werde ich mir in der Aufnahme irgendwann mal zu Gemüte führen. Das mache ich in Ruhe, weil es ist, dann bin ich irgendwie Flussgras und so weiter, ist da 3000 Münzen zu sammeln, das dann, wir haben fast 2000. Wenn durch die Nebenquests, die ich noch mache, kriege ich dann vielleicht die 3000 zusammen. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit hätten. Sofort. Immer neue Sachen identifiziert.
weiße Handschuhe. Ich behalte mal den Schal, der ist schön. Ich mag den Look. Wir sollten vielleicht mal den Look, den wir gerade anhaben, verzaubern. Jetzt die Magie würde ich eher auf den Mantel wirken. Die Hände. Verbrennen eins. Den Mantel, den man haben. Kriegt alte Magie? Ne, kriegt er nicht. Kann er gar nicht. Mal die 1. Das Outfit. Ja, kann man nicht. Ich würde gern mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit hätten. Sieht lustig aus mit der Brille. Hallo, Deke. Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen. Hallo. Ja, Deke hat sich etwas überlegt. Er... Aha. Es geschieht etwas. Offenbar denkt der Raum, sie brauchen mehr Platz für Tierwesen. Wie Deke sagte, er hatte eine Idee. Deke weiß, wie sie die Kleidung testen können, die sie im verzauberten Webstuhl verbessert haben. Und vielleicht könnten sie dabei einem alten Freund helfen. Was meinst du damit? Ein Hauself namens Tops sammelt für seinen Meister in einer Höhle bei Hogwarts Blutegelsaft. Tops Meister lässt ihn nicht aus der Höhle und Deke weiß, dass es dort von Spinnen nur so wimmelt. Das klingt ja furchtbar. Ja, und Deke hat schon länger nichts von seinem Freund gehört. Die Kleidung aus dem Webstuhl hat vielleicht nützliche Verzauberungen. Deke dachte, sie könnten sie testen und Rest nach Tops sehen. Ich verstehe. Überlass das mir, Deke. Ich finde Tops für dich. Oh, danke. Bitte sagen Sie, Deke, was Sie über Deeks alten Freund erfahren. Aha. Eine Sidequest von Deke. Wo ist Elfenkummer? Okay. Hier können wir mal ein paar Tiere freilassen. Das Trade und die Hippogreife. Den Hippogreif nehmen wir aber mit. Damit wir damit fliegen können. Okay, jetzt gibt es erstmal Futti. Futti.
Helikopter und Streicheinheiten. Ein Wolkenschwinger. Bist du verwandt mit Seidenschnabel? Distralbürsten. Rückenschwinge schläft. Können wir nicht einen Distral mitnehmen oder auf den Distral reiten? Das wird auch viel epischer als auf dem Hypogreif. Gänsehaut. Das majestätische Begriff. Können wir den einfach rufen oder sieht das aus? Okay, auf den Testralen können wir nicht fliegen. Müsste man nicht im Inventar dabei haben, oder? Können wir einfach so fliegen. Nochmal zu den anderen Tierchen. Vernachlässigen. Chopperknoll. Schnurrmuff. Och, süß. Thank you.
So, du hier noch. Wie fantastisch und süß das hier ist. Echt herzerwärmend. Das ist mein Abschluss, das Ding. Die guckt. Wenigstens habe ich hier oder darauf geachtet. Habe ich nicht darauf geachtet. War halt zufällig. Männchen und ein Weibchen. Jobbuchschnall männlich. Das sind zwei männliche. Aber spricht nichts gegen. Und auch zwei männliche Jobbuchschnall. Homosexuelle Beziehungen. Zur Fortpflanzung etwas unoptimal. Super. Aber ja. Wir brauchen noch einen großen Topf, damit wir da mal die Aufgabe erfüllen können. Wenn wir dieses verdammte Flussgras mal anpflanzen können. Da schaue ich mal nach, was ich in der Aufnahme hinkriege. Oder am Steam. Mal schauen, was dann. Die zweite Prüfung in den Kartenraum würde ich jetzt erstmal noch. Die Hauptquests würde ich jetzt nochmal ein bisschen aufschieben. Entweder morgen streamen oder eine morgige Aufnahme, je nachdem wie es da Mister wird. Vielleicht mache ich auch einen Stream draus. Bitten wir uns mal hier den als erstes den Nebenquests. Können wir auch einen Nebenquest Stream machen, falls ich ihn wie auch immer. Ich würde das hier weiter in der Story, wenn die Kartenkammer, das würde ich am entweder am Ende des Streams machen oder am Montag am Stream. Wenn ich Aufnahmen mache, dann mache ich das hier. Dann mache ich jetzt nur die Sidequests. Und widme ich mich den Schulaufgaben. Dann schauen wir weiter. Das hier wird auf jeden Fall am Stream gemacht. Ja, aber für heute würde ich erstmal sagen. Wir sind zwar fertig für heute. Nehmen wir noch den Astronomieturm hoch. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Rauf. Immer weiter rauf.
Es ist einfach enttäuschend, dass wir von hier aus nicht fliehen können. Aber hier kann ich zumindest mal eine Pause machen. Den Stream beenden. Ja, dir auch einen schönen Abend. Gut, lass das Spiel erstmal laden. So, hier waren wir am Astronomie-Turm beim letzten Mal stehen geblieben. Von hier aus können wir leider nicht losstarten. Und wir haben hier direkt eine Quest vom lieben Deke, dem Hauselfen. Läuft heute irgendwie außergewöhnlich wackelig. Ist dadurch das Update irgendwie was gemacht oder das läuft gerade irgendwie? Ich glaube, es gab auch heute ein kleines Update. Vielleicht muss da ein bisschen was anpassen. Ich komme es da nicht zurecht. Aufträge haben wir gerade. Die Höhle werden wir filmen, das werden wir heute mal machen. Und das hier werde ich, ich werde mich mal schauen. Von nach oben will ich jetzt nicht sagen, aber ja, mal schauen. Und daran denken müssen wir, dass wir hier mal limitierte Gegner mit Depot so besiegen. Und 3000 Gold für das Rezept sammeln. Läufst du jetzt Spiel oder? Was ist los hier? Ist doch irgendwie nicht normal. Das weiter so geht, dann werde ich mal gucken, dass da mal in die Grafik in Stimmen reingehe, dass da irgendwie so geht ja heute extrem. Dann komme ich auch mal irgendwie heute mit Updates haben wir heute auch unseren speziellen Tag. Windows-Updates, dann hier im Spiel-Updates. Quests. Dann müssen wir mal in die Grafik in Stunden gehen. Wenn das hier nicht verwackeln 1, was auch immer das bedeutet. Es klappt gerade irgendwie gar nicht. Eine Ewigkeit später. So, ich hoffe, dass das jetzt hier mit den Einstellungen irgendwie geht. Ich hoffe, die Grafik leidet jetzt nicht zu sehr darunter. Den jetzt ausgestellt habe. Das kann doch nicht. Ach, Freunde. Hat das Spiel irgendwann. Ist das nur heute so, mein PC überlastet ist oder? Woran liegt das?
ist nicht für den Stream oder so, das ist, sondern suche doch ein Spiel. Es lief doch ja flüssig. Hier müssen wir hin. Ich habe Angst, dass der Besen jetzt alles versaut. Wir hatten doch schon hübscheste Bildqualität, das lief doch flüssig. Und warum heute ist. Ich muss da. Ich hoffe, es geht jetzt irgendwie. Sonst müsste ich da nochmal nachgucken.